Wir haben mit dem Alter angefangen. 42 plus heißt dieser Film, läuft am 24. Juli an in allen Kinos. Meine Damen und Herren, das versteht sich von selbst, dass Sie sich das bitte, bitte nicht entgehen lassen. Denn da sind tolle Schauspieler selbstverständlich dabei. Die Dame, die heute Abend hier zu Gast ist, aber auch Tobias Moretti ist dabei. Ulrich Tuco ist dabei. Und ich kann Ihnen, meine Herren, aber auch sagen, wenn Sie der 40 nahe kommen oder sogar schon darüber hinaus sind. Und wir wissen, wir haben größtenteils beim RBB jugendliches Publikum, aber soll der ein oder andere 40, 50-Jährige auch dabei sein. Wenn man das also als Mann überschritten hat, dieses Alter, dann ist es eigentlich ein deprimierender Film. Es ist ein Film, der einen niederdrückt, der einen fertig macht, der einen darüber nachdenken lässt, oh Gott, bin ich auch so wie Ulrich Tuco in dem Film? Weil das ist, um das kurz zu sagen, die Frau, gespielt von Ihnen, ist ja mehr oder weniger so ein bisschen erstickt, sagt sie auch an einer Stelle. Das Leben an deiner Seite, Ulrich, heißt Georg in dem Film, erstickt mich, drückt mich nieder. Und sie sucht sich einen 20-Jährigen oder wie alt er ist und stromert mit dem da rum, schläft mit dem. Und plötzlich sagen ihr alle, sie sehe wieder so lebendig aus. Und da frage ich Sie, Frau Michels, mit wem soll man sich denn da bitte schön identifizieren? Mit Ulrich Tuco, dem müden Mann, der nachher im Bett liegt und weint, weil seine Frau mit einem 20-Jährigen schläft? Ich glaube, man kann sich sogar mit der Frau identifizieren als Mann, oder? Nein. Also, nein. Gar nicht? Warum nicht? Man kann sie, ja, das, wie soll also ich gehe jetzt nicht einfach nur, weil sie sich einen jungen Liebhaber nimmt, sondern dass man an so einen Punkt kommt in seinem Leben, wo man weiß, oder wenn man einfach nicht mehr weiß, wo stehe ich, was bin ich, was will ich jetzt? Aber die Geschichte ist zigfach erzählt. Mann mittleren Alters lässt sich von einer jungen Frau wachküssen, das haben wir schon mal gehört. Das gab es schon mal, oder? Ja, gibt es ganz oft und immer wieder, aber ich finde jetzt nicht, dass man bei dem Film explizit sagen kann, entweder ist es der Mann, entweder ist es der Ex-Liebhaber oder der Ehemann oder der junge Liebhaber. Also ich finde, man kann das nicht so festlegen. Ich finde ja sogar, dass ich Seiten sehe in der Tochter, also die mit mir zu tun haben, oder Seiten sehe sogar in dem Ehemann. Also ich würde das gar nicht so eine eingeschlafene Beziehung. Die Gefahr ist bei allen da, wenn man über Jahre lang und ein Kind zusammen großzieht und der Alltag frisst einen auf und man ist so in einem Trott drin. Das passiert. Aber ist das wirklich eingeschlafen? Weil das wird ja stärker benannt. Das heißt, das ist erstickt, das ist erdrückt. Das ist, glaube ich, die höchste Form dann. Mhm. Also wenn sie sich so langsam was so wohin bewegt und man nicht mehr miteinander sich wahrnimmt. Und ich meine, der hat ja auch seine Liebhaberin. Also das ist ja, wird ja alles erzählt. Die Margit.